Herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Majora's Mask. Mein Name ist Ace, Member der Pizza Squad. Und es ist nun 12 Uhr Abend. Am letzten Tag. Karneval. Uhr. Da schwebt er. Oder es. Schwester. Sümpfe, Berge, Ozean, Canyon, rasch, die vier, die dort gefangen sind, bringen sie her. What you say to me? Du sprichst nur, wenn ich es dir sage. Nein, lass meinen Bruder in Frieden. Horrorkid, glaubst du wirklich, dass wir jetzt noch deine Freunde sein wollen? Was auch immer. Selbst wenn sie jetzt noch kommen würden, könnten sie mit mir nicht mehr fertig werden. Seht nach oben. Versuch doch, das Unabwendbare zu verhindern. So beginnt es. Mist! Oh nein, ich wurde von der Luftblase getroffen. Es tut so weh. Scheiße. Wo ist dir? So ziehen. Die Ocarina-Zeit wäre erlernt. Prinzessin Zelda hat sie einst dieses wertvolle Instrument erreicht, mit sich Rest auf 10. Ja. Plötzlich kehrt eine Erinnerung an Prinzessin Zelda in den Bewusstsein zurück. Du hast also tatsächlich vor, Hyrule zu verlassen? Das liegt mir nach Zelda, aber egal. Auch wenn wir uns erst seit kurzem kennen, kommt es mir vor, als würde unsere Freundschaft schon eine Ewigkeit währen. Unsere gemeinsamen Tage in Hyrule sind unvergesslich. Mein Herz sagt mir, dass der Tag kommen mag, an dem wir uns wiedersehen werden. Bis zu diesem Tag nimm dies an dich. Ich bete, dass deine Reise eine sichere sein wird. Falls dir etwas zustößt, dann erinnere dich einfach an dieses Lied. Direkt verkackt. Du erinnerst dich an die Hymne der Zeit. Diese Melodie, die am Rande deiner Erinnerung nachklingt, ist ein Lied voller Erinnerung an Prinzessin Zelda. Die Göttin der Zeit wacht über dich. Wenn du die Hymne der Zeit spielst, wird ihre wahre Macht dir beiseite stehen. Wach auf, du sollst dich in Erinnerung schwelgen. Wir brauchen dich hier und jetzt. Diese alte Ocarina kann dir sicher auch nicht mehr helfen. Zu Hilfe, die Göttin der Zeit. Bitte Hilfe, und so brauchen wir Zeit. Dann sagen wir einfach so. Dann machen wir so.
Was ist passiert? Alles. Hat von neuem begonnen. Was hast du getan? Dieses Instrument. Warte. Was ist das? Dein Instrument? Der Maskenkerl hat auch gesagt, dass er dich zurückverwandeln könnte, wenn du ihm den wertvollen Gegenstand bringst, der dir gestohlen wurde. Hast du es einfach schon wieder vergessen? Ja, gut. Dann sollten wir mal besuchen. Das sieht so vertrauenswürdig aus, wenn wir uns wahrscheinlich sofort helfen. Hast du den Kobold dein ähnliches Instrument abgenommen? Du hast ihn. Wo zur Hölle kommt auf einmal dieses Klavier her? Wo zum Fick? Dann hör mir zu. Bitte spiele dieses Lied nach, das ich dir vortragen will. Bring es dir gut ein. Wo zur Hölle kommt auf einmal diese Orgel her? Das ist halt... Diese Melodie hilft gegen die böse Magie und unruhige Geister, indem sie in Masken verbannt. Das sollte dir in Zukunft weiterhelfen. Sehr gut, zum Andenken an diesen Tag gebe ich dir diese Maske. Fürchte dich nicht, denn der Zauber ist in dir versiegelt. Wenn du sie trägst, erlangst du deine vorherige Form. Nimm die Maske wieder ab, um dich zurückzuverwandeln. Die Dekoschale, viel von deinem Antlitz. Ja. Ich habe mein Versprechen eingelöst. Jetzt ist es an dir, dein Teil des Versprechens einzulösen. Ja. Sag bloß. Meine Maske. Du hast sie zurückbekommen, oder? Was hast du mir angetan? Wenn du meine Maske draußen zurücklässt, wird etwas Furchtbares passieren. Diese Maske wurde mir gestohlen. Es ist Majoras Maske. Ihr haftet einen Fluch an. Es wird erzählt, diese Maske war Bestandteil des Hexenrituals eines altertümlichen Stammes. Weiterhin wird berichtet, ein übler, feindseliger Schleier fällt über denjenigen, der die Maske trägt. Wenn man den Legenden Glauben schenkt, war das Unglück, das durch Majoras Maske angerichtet wurde, so groß. Dass die Urväter sie aus Angst vor einer größeren Katastrophe in Finsternis versiegelten und weiteren Missbrauch zu vereilten. Doch der Stamm ging unter, als weiß niemand von der wahren Natur der Kräfte dieser Maske, die diese Maske innehat. Aber ich spüre sie. Ich bin weit umhergewandert, um diese sagenumwobene Maske zu finden.
Und als ich sie besaß, spürte ich, wie sie sich einen düsteren Ohren abzeichnete. Ich fühlte, wie das Entsetzen seine Hand nach meiner Seele ausstreckte. Doch jetzt hat sie dieser Kobold. Ich flehe dich an, du musst diese Maske bald wieder beschaffen. Und etwas Schreckliches wird passieren. Ich flehe dich an, du musst es schaffen. Wirklich, wirst du es für mich tun? Ich war mir sicher, dass du dich so entscheiden würdest. Du schaffst das, du schaffst diese, du bist diese Aufgabe gewachsen. Hab Vertrauen in deine Fähigkeiten, hab Vertrauen. Und jetzt ist die Bombe weg. Aber ihr habt recht, wir werden es schaffen. Wir müssen es schaffen. Wir müssen es einfach. Diese Maske. Das Hawkeye missbraucht die Macht der Maske, um all die Dinge zu tun. Kostet es, was es wolle, aber wir müssen das Schlimmste verhindern. Die sollen für die Berge der Ozeane kennen. Was wollte Tal damit sagen? Ich würde ja meine die Gebiete außerhalb der Stadt. Man muss sie im Norden, Süden und Osten. Aber was meint er mit die vier, die dort warten? Ich habe keine Ahnung, weil er nur rasch zum Punkt kommen würde. Du solltest einfach losziehen und es herausfinden. Gerade wächst du dieses Tor und ein Pfad direkt in die Sümpfe. Ja, also man kann sich schon denken, was mit den vier gemeint ist. Ich meine, wir haben schon eine Geschichte davon gehört. Deswegen. Oh, hallo. Was ich jetzt machen können. Ich will mitsprechen. Er, der das Heilige Schwert führt, möge ein Zeichen an seiner Anwesenheit hinterlassen. Das bedeutet, dass er schaden. Dann haben die aktiviert. Du hast dein Schwert, dann kannst du durch. Oh, ich kenne diese Zeichnung. Teil und ich haben das zusammen mit dem Hawk gezeichnet, kurz nachdem wir uns getroffen haben. Er sagte uns, es hätte sich mit seinem Freund gestritten. Danach haben sie es einfach im Stich gelassen. Das hat mich auch nicht gewundert. Es musste immer allen Leuten einen Streich spielen. Kein Wunder, dass es niemand mit niemandem spielen wollte.
Aber dass es nur deswegen so etwas tun würde. Und als es dann in den Besitz dieser unglaublichen Macht gelangte, dann geht alles bergab. Also dann keine Zeit verlieren. Weiter geht's. Da gingst du diesen Reiterbrüdern zu uns. Jetzt nehmen. Ja? Ich glaube, das war's. Nein, so schießt an den Reiterbrüdern. Es hat funktioniert. Sümpfe des Vergessens. So. Und zwar müssen wir jetzt mit diesem Boot fahren. Um mit diesem Boot zu fahren, muss man erstmal. Eine bestimmte Frau retten. Es gibt da ein kleines Problemchen. Unsere Kunden sind ausschließlich Menschen. Die trinken sich. Ja, okay, da war ich jetzt so. Willkommen. Und trinken sie wirklich gut. Bist du etwa wegen des Boots gekommen? Was für ein Pech. Krone gegen die Wälder, um nach Pilzen zu suchen. Wenn ich mir überlege, es ist schon ein wenig spät dran. Könntest du wohl nach Arizona? Allerdings kann man sich leicht verirren. Frag die Affen, ob die dich dorthin. Ja. Ja, gut. Ja, dann müssen wir aber erstmal diese Frau suchen. Und diese gefährlichen Bilder waren uns in der nächsten Folge. Ich bin fürs Zusehen. Mein Name ist Aiden, abonniere nicht vergessen. Und viel. Noch einen schönen Tag euch noch.